Ich meine, es spricht für die Serie, dass ich hier wieder sitze. WandaVision Episode 6 ist jetzt auf Disney Plus verfügbar. Ja, ich sitze jetzt wieder hier und spreche drüber. Warum auch nicht? Denn tatsächlich bewegt sich diese Serie in einem unheimlich straffen Pacing voran. Zwar gibt es hier in der neuen Episode keine unglaublich großen Revelations oder Twists wie in der letzten Episode, aber es passieren noch einige sehr wichtige Dinge. Kurz zu diesem Video, wie bei allen anderen von meinen WandaVision Recaps, die ihr euch natürlich auch gerne anschauen könnt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist dieses Video voller Spoiler, also vor allem Spoiler jetzt für WandaVision etc. und für die bisherigen Episoden. Also falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch erstmal an und kommt dann natürlich wieder. Ja, und Episode 6 schließt eigentlich direkt an die Episode davor an, wo ja Quicksilver, hier diesmal gespielt von Evan Peters, vor der Tür von Wanda und Vision stand und so ein bisschen diese gesamte Marvel Cinematic Universe Welt eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Ja, wir wussten ja, WandaVision wird sich mit Multiversen befassen und auch die Phase 4 des MCU wird sich mit Multiversen befassen. Und Evan Peters, der eigentlich in den X-Men-Filmen Quicksilver spielt, während eigentlich in Age of Ultron Quicksilver von Aaron Taylor-Johnson gespielt wurde, sein Auftreten hier hat so einen kleinen Hint darauf gegeben, dass die Multiversen, die in Phase 4 auftauchen, ja nicht nur irgendwie verschiedene Ausprägungen und Formen der Superhelden, die wir kennen, irgendwie in sich tragen können, sondern nein, sie könnten ja theoretisch auch einfach die Superhelden von den X-Men rüberholen und so. Vielleicht war ich da ein bisschen voreilig. Nach der Episode glaube ich tatsächlich, dass diese gesamte Evan Peters Quicksilver-Sache mehr so ein Spaß und ein Meta-Verweis der Macher ist und dass das jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass wir jetzt irgendwann bald Michael Fassbenders Magneto oder so weiter im MCU oder die X-Men, die wir kennen, im MCU sehen werden. Ich glaube, wie gesagt, da gingen die Pferde ein wenig mit mir durch. Ich erhoffe mir ja immer solche krassen Konsequenzen, sondern ich glaube tatsächlich mehr, dass es das jetzt hier in WandaVision wirklich so ein Hint ist. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir planen damit jetzt aber noch nichts Festes. Sonst switchte auch diese Episode wieder zwischen WandaVision, der City und den Ereignissen draußen vor dem Energiefeld bei Sword hin und her. Ich glaube, das wird die Serie jetzt auch so beibehalten. Das gibt der ganzen Sache auch ein gutes Pacing. Wir befinden uns jetzt hier in den 90ern bzw. 2000ern der Sitcom-Welt. Ich wurde hier sehr stark an Nickelodeon und so weiter erinnert oder an Super RTL, bei uns so amerikanische Kids-Sendungen, die unheimlich hyperaktiv und rotzfrech sind. Ein bisschen Malcolm mittendrin ist drin, denn die Kinder von WandaVision durchbrechen hier im wahrsten Sinne des Wortes die vierte Wand und reden mit uns und erzählen so die Geschichte. Ein bisschen Scrubs mit den Rückblenden oder Family Guy, so ein bisschen mehr der modernere Humor, sage ich jetzt mal, wo auch ich mich noch dran erinnern kann in meiner Jugend. Das wird immer wieder aufgebrochen davon, dass diese Folge auch eine unglaubliche Horrorästhetik innehat. Ja, ich meine, hier geht es um Halloween und so, aber abseits dieser ganzen Halloween-Horror-Sachen, was ja sehr familienfreundlich ist, werden hier immer wieder Momente eingespeist, die tatsächlich wirklich Horrorfilmen zu entstammen scheinen. Ich sag mal nur die Werbung, die hier eingeblendet wird. Ich meine, jede Folge von WandaVision hat auch einen Werbespot mit drin, der immer so ein bisschen auf Wandas Gemütszustand hindeutet. Und in diesem Werbespot sitzt ein Kind auf einer einsamen Insel, ganz isoliert und stirbt, verhungert, verdurstet. Und dann wird gleichzeitig der Spruch reingebracht, Magic is for Survivors. Also es spiegelt hier auch wieder so ein bisschen Wandas Gemütszustand wieder, indem sie ihre Magie benutzt, um aus dieser Void, um aus dieser unheimlichen Trauer oder dieser emotionalen Isolation, die sie ja nach Visions Tod empfunden hat, auszubrechen. Und auch sonst, wenn wir uns zurückerinnern an die Statisten, die hier teilweise am äußeren Straßenrand stehen, die Frau, die immer wieder die Wäscheleine aufhängt oder beziehungsweise die Halloween-Dekoration aufhängt und dabei anfängt zu weinen und so weiter. Da sind schon sehr deutlich düstere Züge mit drin. Wie gesagt, im Prinzip feiern die Figuren hier Halloween. Es gibt ja in jeder amerikanischen Sitcom und Serie die Halloween-Episode. Aber es geht diesmal gar nicht so sehr um einen Plot innerhalb der Sitcom. Tatsächlich fließen die Episoden in meinen Augen jetzt deutlicher zusammen. Wie gesagt, ich finde Episode 6 ist wirklich eine Fortsetzung von Episode 5, während die ersten Episoden ja immer wieder so einen kleinen Mini-Plot für sich erzählt haben. Es gibt da keinen großen Plot, außer dass die Kinder von Wanda und Vision hier so ein bisschen Schabernack mit ihrem neuen Onkel Pietro betreiben. Und mit Pietro möchte ich auch gleich anfangen. Wie gesagt, da habe ich jetzt ja am Anfang schon gesagt, ich glaube eben nicht, dass das jetzt die großen Konsequenzen fürs MCU hat, wie ich gehofft habe. Aber Pietro wird relativ deutlich in meinen Augen in dieser Episode schon als das inszeniert, was er wohl sein soll. Er sagt selbst, er kommt aus dem Nichts, er hat irgendwie ihren Ruf gehört von Wanda und ist dem entsprungen. Er ist gestorben, er ist der Pietro aus Age of Ultron, nur eben mit einem neuen Gesicht und noch nicht ganz klar ist, warum. Wie gesagt, ich hoffe, hier wird noch so ein bisschen auf die Multiversentheorie angespielt, dass er halt ein neues Gesicht hat, weil er halt schon als Quicksilver existiert, nur in einem anderen Universum.
und dass sie ihn da rausgeholt hat, aber er kommt tatsächlich aus dem Nichts. Und ich habe ihn sehr stark so als Wandas unterbewusstes Verlangen interpretiert, doch sich selbst zu manipulieren, um aus dieser gesamten Welt rauszukommen. Sie weiß ja, dass das, was sie dort tut, nichts Gutes ist, dass sie Menschen was Böses antut. Wie gesagt, sie hält ja im Prinzip hunderte oder tausende Menschen tatsächlich als Gefangene da, nur um ihrem, naja, sich mit ihrem eigenen Trauma nicht konfrontieren zu müssen. Und Pietro konfrontiert sie innerhalb dieser Folge sehr deutlich mit ihrem Trauma. Er sagt am Anfang zu ihr, you probably suppressed a lot of trauma, also du hast wahrscheinlich ziemlich viel Trauma unterdrückt, und sagt ihr am Ende zwar auf der einen Seite so, hey, du hast das echt toll hier gemacht und so, das ist schon stark, was du mit deiner Magie jetzt anfangen kannst. Auf der anderen Seite sagt er ihr aber auch von wegen, na, was soll denn passieren, soll denn dein Vision, dein Ehemann noch ein zweites Mal sterben, wenn es zu den Ereignissen vom Ende kommt. Also wie gesagt, ich glaube, er ist tatsächlich hier, also in dieser Welt, um Wanda mit den Dingen, die sie tut, deutlich zu konfrontieren, und der Versuch dadurch erfolgt, sie so ein bisschen da rauszuholen. Und da er aus dem Nichts kommt und er und sie ihn dahin gebeten hat, glaube ich eben, dass sie unterbewusst schon versucht, wie gesagt, ihre eigenen bösen Taten hier zu manipulieren. Es wird auch in der Folge ein bisschen mehr auf Wandas Kräfte eingegangen. Zum einen, dass die Personen, die sich nicht in ihrem Radius befinden, sondern eher am Stadtrand, tatsächlich sich überhaupt nicht bewegen, weil ihre Mächte tatsächlich in der Art scheinbar begrenzt zu sein scheint. Und dass sie selbst nochmal bestätigt am Ende Pietro gegenüber, sie weiß nicht, wie das alles passiert ist. Sie macht mit und sie will das Ganze auch irgendwie, aber sie weiß nicht, was so ein bisschen, was ihr den Antrieb gegeben hat, beziehungsweise warum sie das gemacht hat. Sie weiß nur, sie hat unheimliche Leere und Trauer empfunden. Und da komme ich auch zurück zu meiner Theorie aus der letzten Episode, dass ich halt glaube, dass hier eine deutlich größere böse Macht irgendwie noch im Spiel ist, die Wanda so ein bisschen dazu auf den Pfad gebracht hat, diese Welt zu erschaffen. Aus welchem Grund? Keine Ahnung. Es könnte sein, dass diese große böse Macht zum einen versucht hat, Wanda selbst zu isolieren oder einzusperren. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass gerade die Kinder, die Wanda und Vision hier bekommen, das eigentliche Ziel dieser bösen, übergeordneten Macht sind. Ich habe da letztes Mal von Mephisto gesprochen. Ich glaube nicht, dass die Serie so weit geht, jetzt hier noch Mephisto einzuführen, da er ja als Teufelsfigur schon auch so ein bisschen ästhetisch aus dem Universum rausfallen würde. Ich könnte mir vorstellen, jetzt eher gerade nach der Episode, dass es sich hier um Agnes handelt, die eigentlich noch als große böse Macht oder als Macht im Hintergrund die Strippen zieht. Sie ist in den älteren Episoden immer dann dort gewesen, wenn sie gebraucht wurde, und vor allem war sie ein großer Bestandteil davon, Vision und Wanda dazu zu bringen, Kinder zu haben und in dieser Welt an sich sich nicht bewusst zu werden in einer gewissen Form. Sie hat immer tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes geholfen, den Plot voranzubringen. Und der Plot ist in diesem Zusammenhang, dass Vision und Wanda Kinder bekommen, die hier, was wird ja auch nochmal deutlich dargestellt, zum einen halt die Kräfte von Wanda und die von Pietro haben. Die wird in den Comics, joinen sie die New Avengers und in dem Sinne auch sehr, sehr, sehr mächtig sind. Und soweit ich weiß, gibt es Hexen in den Comic-Universen, auch in der House of M-Story gibt es Hexen. Und ich meine, in dieser Episode hat jede Figur das Kostüm an, was sie eigentlich sind. Vision hat sein altes, sein Comic-Kostüm an, Wanda hat ihr Scarlet Witch-Kostüm an, was, finde ich, auch ein Hinweis darauf ist, dass sie sich immer mehr in diese Scarlet Witch-Richtung, die ja so ein bisschen die Grauzone zwischen Gut und Böse irgendwie aufbricht, entwickelt. Und Agnes hat ein Hexenkostüm an und sie lacht wie eine Hexe in dieser Episode. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen, dass sie auf jeden Fall auch eine magische Persönlichkeit ist, die jetzt, wo die Kinder geboren sind, die Absicht haben könnte Wanda und Vision gegeneinander aufzubringen, damit sie sich gegenseitig vernichten. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der Antrieb dieser Strippenzieher-Bösewicht-Figur, die eventuell Agnes sein könnte, ist, dass diese mächtigen Kinder geboren werden, dass sie dann die Eltern aus dem Weg räumt und sich dann sozusagen um die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes kümmert und dann so ein paar kleine superkräftige, mächtige Supersoldaten hat. Agnes sagt Vision auch ganz deutlich, dass er tot ist. Sie wiederholt es mehrfach. Wie gesagt, auch da glaube ich, wie gesagt, sie ist eine Strippenzieherin, weil sie würde das nicht so oft wiederholen. Erinnern wir uns an Folge 2 zurück, wo für die Kinder immer wieder wiederholt und wiederholt wurde. Was in meinen Augen ja auch, dass das sind diese Momente in meinen Augen, die Wanda beeinflussen sollen, gewisse Dinge zu tun und den Plot in eine gewisse Richtung voranzubringen. Ja, und Vision bricht aus. Er kann sich Wandas Macht am Anfang entziehen und er bricht im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Energiefeld und konfrontiert die SWAT-Leute, was im Prinzip da deutlich wurde, was wir eh schon dachten, ist, Vision kann ohne das Energiefeld nicht überleben. Er stirbt, weil er ist eigentlich tot, und das
wird, denke ich, in der Serie zu dem Moment führen, dass Vision sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch am Ende der Serie wirklich aus dem MCU ausscheidet und stirbt. Ich würde mir das wünschen, auch wenn ich seinen Charakter sehr, sehr, sehr gern mag, weil er ist gestorben und Leute wiederbringen. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil das sehr viel Spannung rausnimmt aus gewissen Storylines. Ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass Vision und Wanda in den nächsten Episoden noch aufeinander clashen. Aber die letzten Episoden, wo es ja scheinbar auch eine eventuelle 10. Episode geben soll, da gibt es zumindest aktuell Gerüchte über eine Überraschungsepisode, dass halt sich Wanda und Vision am Ende doch noch zusammentun und am Ende dieses böse Evil, das große, die großen Strippenzieherinnen und den großen Strippenzieher zur Strecke bringen und dann wird Vision emotional verabschiedet. So könnte ich es mir vorstellen, dass das weiter passiert. Ja, und die Episode endet mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger, und zwar als Vision versucht auszubrechen und dabei im Sterben liegt, was tatsächlich nur Billy mitkriegt, also der Sohn von Wanda und Vision mit den telepathisch begabten Kräften, was ja auch zeigt, wie mächtig er ist, weil Wanda selbst merkt das gar nicht. Es führt dann dazu, dass Wanda das Energiefeld einfach vergrößert und so ziemlich alle Sword Agents und Darcy und so weiter in sich aufsaugt. Das ist deswegen spannend. Zum einen wird sie mit ihren roten Augen am Ende wieder sehr, sehr böse dargestellt. Wie gesagt, ich glaube, sie wird jetzt als Antagonist vorbereitet für die nächsten Folgen. Aber vor allem haben wir gelernt, als es kurz um Monica Rambeau ging, dass sich ihre DNA-Struktur und ihre Zellen innerhalb des Energiefeldes neu zusammengesetzt haben. Monica Rambeau, wie gesagt, ist eine Captain Marvel in den Comics. Sie wird in Captain Marvel 2 auftreten und ich glaube, durch diese ganze neue Zellen, neue Organisationen in ihrem Körper wird sie wahrscheinlich Superkräfte entwickeln und dann auch Superkräfte haben in Captain Marvel 2. Jetzt bin ich gespannt, weil Darcy auch aufgesogen wurde, ob auch Darcy Superkräfte bekommt, ob sie noch nerviger sein kann. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Episode. Ich sage jetzt mit meinem typischen Satz, mal gucken, ob es zur nächsten Episode ein Recap geben wird. Ich muss natürlich auch mal zeitlich ein bisschen schauen. Aber ja, die Serie hält mich sehr, sehr, sehr am Ball. Ich finde es nach wie vor sehr spannend. Hab auch Lust, deswegen jede Woche drüber zu reden. Schreibt mir gerne in die Comments, was ihr von der Episode gehalten habt. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende mit WandaVision und sage Adieu.